Herr Wieler hat auch noch über die neue App, die Corona-Datenspende-App gesprochen, wo man mit einer Smartwatch oder so einem Armband, Fitnessarmband, die Daten weitergibt. Ist es aber dann nur, also für mich jetzt, ich bin ja weder da in einer App-Entwicklung dabei oder sonst was, aber ist es eigentlich nicht so, dass man ja auch sagt, dass speziell die Älteren mehr krank werden, dass die sich den Virus einfangen? Ich gehe davon aus, dass wie jetzt bei meiner Mutter, die hat so eine Smartwatch überhaupt nicht. Fehlen da nicht wichtige Daten, gerade die Daten von den Älteren? Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich gehe davon aus, dass das stimmt, was Sie sagen. Also ich habe jetzt natürlich keine Statistik, wie viele alte Leute vielleicht eine Smartwatch tatsächlich haben. Solche Dinge sind ja manchmal erstaunlich schnell verbreitet. Man muss hier ganz wichtig sagen, das ist sicher eine sinnvolle App, die da rausgekommen ist. Grundsätzlich im Prinzip sinnvoll. Es ist nur so, das darf man nicht verwechseln mit dieser Tracking-App, von der immer die Rede war. Das ist hier ganz was anderes. Ganz freiwillige Daten. Ja. Die Tracking-App wäre auch freiwillig, aber das hat hier eine ganz andere Funktion. Mit dieser App will das Robert-Koch-Institut eigentlich nur eine Epidemiologie machen. Also ich sag mal, was normalerweise mit der Grippe passiert. Da haben wir Arztpraxen bei der ganz normalen Grippe, in Deutschland einige hundert, die regelmäßig berichten, wie viele Fälle mit Atemwegssymptomen werden uns denn überhaupt in der Praxis vorgestellt. Das wird einfach nur so als Zahl anonym gemeldet und daran hat das Robert-Koch-Institut so eine Vorstellung, wie viele Infektionen, Atemwegsinfektionen zirkulieren denn so in Deutschland. Und eigentlich will diese App genau das Gleiche machen auf einer feinkörnigeren Ebene, dass man so ein bisschen feiner sieht, wie viele Atemwegsinfekte gibt es denn so, auch regional verteilt. Und das ist in Kanada von der gleichen Firma, die das für Deutschland wohl entwickelt hat, auch schon gemacht worden. Und das ist eine gute Sache. Das ist für Influenza schon gemacht worden und eigentlich nur eine Verfeinerung dieses Netzwerks, was bisher über Arztpraxen läuft. Hat aber nichts zu tun mit Tracking. Okay, also wenn man es hat, wenn man so eine Smartwatch oder so ein Armband hat, einfach sich da wirklich anmelden und helfen, einfach diese Daten weiterzugeben. Ja, da bin ich absolut dafür. Das Robert-Koch-Institut muss natürlich dann genau das rausrechnen, was Sie genau richtig bemerkt haben. Die müssen dann überlegen, okay, wir haben jetzt eine Stichprobe, aber was sind das für Leute, die wir da haben? Das nennt man dann eine Verzerrung der Stichprobe, weil eben zum Beispiel Alte vielleicht gar nicht solche Uhren haben.